so, da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Wir werden jetzt hier die Kaputtomatik komplett ausschalten, damit sie auch die Prüfungen, die letzten Prüfungen von King K. Rool bestehen müssen, um hier den Energiestrang zu deaktivieren, um den Kaputtomatik die Energie zu nehmen, die er braucht, um die DK-Insel zu zerstören. Für jeden Kong gibt es jetzt zwei Aufgaben, die gelöst werden müssen und wir werden das Strang damit deaktivieren. Gestatten, Rumby. Misch ein paar Gremlinge auf, aber achte auf die Powersäulen. Also, das kann noch schnell passieren. Versuch die nicht in der Nähe des Energiestrangs zu besiegen, weil sonst läuft die automatisch rein. Macht's lieber in einer geraden Linie, damit die auch wirklich nicht aussehen, die Powersäulen reinläuft. Für jede zweite Aufgabe, die wir dann geschafft haben, kriegen wir dann eine Bananenmedaille. Das sind nämlich noch die letzten fünf. So, die nächste Aufgabe. Hey, Donkey, spring in das Kanonenfass und treffe drei Ziele. Das ist eigentlich auch easy peasy, wenn man nicht gerade versaut. Gut. So, jetzt noch das letzte. Es gibt, glaube ich, jetzt gesagt 4 Ziele. Wir müssen aber nur 3 treffen und das war's schon. Somit ist der erste Energiestrang weg. Somit bleiben nur noch 4. Und die nächste ist Chunkys Aufgabe. So, die Bananenmedaille nehmen wir natürlich mit. Und wir haben immer noch gut 40,5 Minuten Zeit für 4 Energiestränge. Also wenn ich das nicht schaffe, da wette ich jetzt mit euch. Wenn ich das jetzt wirklich nicht schaffe, aus irgendeinem Grund, dann dürft ihr alle mich in den Kommentaren haten, schreiben, du bist grottenschlecht. Und ihr dürft dann dem Video Daumen runter geben, so viel ihr wollt. Wenn ich es verkacke. Weil dann habe ich es nicht anders verdient. So, die nächsten zwei Aufgaben. Da wären mal zum Beispiel die hier. Chunky, stelle dich auf das Podium. Das Zielfernrohr hilft dir dabei, die Schurken zu erledigen. Ja, und wenn ihr C-Suchmunition habt, dann ist das easy speasy. Da könnt ihr nicht verfehlen. Und die nächste Aufgabe. Das wirst du mögen, Chunky. Suche den versteckten Kremling und gib ihm Saures. Denn der Kremling ist jetzt hier irgendwo in einer dieser Box. Aber wir verlieren leider auch 50 Sekunden wegen der Verwandlung. Okay, der war jetzt in keinem diesen Vieren. Okay, da kann man versagen, weil das ist jetzt eher schon glückspassierend. Wir verlieren ja allein 5 Sekunden wegen dieser Verwandlung. Und da ist er schon. Manchmal geht es schnell, manchmal geht es auch langsam. Somit ist der zweite Energiestrang weg. Bleiben nur noch 3. Und das waren jetzt zu Demonstrationszwecke, denn das tut uns weh. Und die nächste ist Tiny Kong. Und wir haben immer noch 38 Minuten Zeit, die Zerstörung der DK-Insel zu verhindern.
Wenn man sehr gut ist, dann braucht man noch nicht alle. Aber ich habe ja alle genommen, weil ich ja die 100% machen will. Beziehungsweise die 101%. Denn es gibt ja noch die 201. goldene Banane. Die kriegen wir für alle Bananenfeen. So, Tiny, jetzt ist deine Aufgabe. Dann kommen jetzt für sie auch noch zwei weitere Aufgaben. Denn die Aufgaben sind auch speziell auf die Kongs zugeschnitten. Auf ihre Fähigkeiten. Okay, das könnte ein bisschen schwenken. Hey Tiny, die Pilze helfen dir, nach den Sternen zu greifen. Sind jetzt bei Super Mario. Wenn ich die Pilze treffen würde und die Kamera mitspielen würde. Aus diesem Grund hasse ich diese Kamera. Denn die spielt nie mit. Eigentlich hätte ich die getroffen. Aber es geht auch so. Die Kamera ist meistens der größte Feind. Denn hier, die Kamera wurde wahrscheinlich von einem Kremling gesteuert. Der will unbedingt verhindern, dass wir die Zerstörung verhindern. Und hier das gleiche Prinzip. Springe durch drei Sterne, ohne den Boden zu berühren, und treffe dann den Schalter. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Wir können es uns auch leisten. Okay, das hätte ich anders lösen sollen. Egal, wir haben ja genug Zeit. Denn der letzte Stern ist einfach ein bisschen fies. Ich war auf der Plattform. Jetzt fangen die Fails langsam an. Fick. Und auf ein neues. Ich mache es gerne spannend. Das war alles so gewollt. Und durch. Denn das war alles so geplant. Ich wollte ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Glaubt ihr mir? Somit ist Energiestrang Nummer 3 deaktiviert. Bleiben nur noch zwei. Und der nächste ist der Vollhonk Lanky Kong. Und wir haben noch 34,5 Minuten Zeit. Easy. Ihr könnt jetzt auch irgendwo einen Kaffee trinken gehen und ich würde es immer noch schaffen. Aber ich möchte jetzt auch den Part nicht künstlich noch weiter strecken. Dann wird auf jeden Fall im nächsten Part das große Finale. Sollte der Part jetzt halt viel kürzer sein als gewöhnlich, dann... Ich will nämlich das große Finale in einem Part haben, wenn möglich. Zur Not müsste ich auch splitten. Ach, und Junkie musste zu Diddys Aufgabe nicht hoch, weil da gibt es keine Gitter, die weg müssen. Wie will er dann auch nach oben kommen ohne Jetpack? Es wäre ja noch fies, wenn er das auch noch täte. So, und die nächsten zwei Aufgaben sind... all die Zinger ab. Regie! Was haben das Problem bei diesen Zinger ist, man kann sie nur unten treffen. Denn oben... Hallo? Danke. Was am Stachel er?
Und das war's auch schon. Deswegen habe ich auch die Zielsuchtmunition mitgenommen, um ein bisschen abzukürzen. Ja, ihr könnt mir jetzt gerne sagen, ich bin ein Feigling. Das macht mir nichts aus. Aber ich will das Projekt so schnell wie möglich durchkriegen, dass wir dann demnächst dann auch beginnen können. Betätige den versteckten Schalter im Labyrinth und dann ab zur Ziellinie. So, den Schalter haben wir schon. Dann nur noch die Ziellinie, die dort drüben ist! Oder auch nicht. Wieso ist sie nicht da drüben? Hä? Was sind die Werte? Ja. Denke, ist alles deine Schuld. Was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte. Regie! Es wird hier nicht gepennt! Was ich noch sagen wollte, denn nach diesem Projekt wird dann ein neues Projekt starten, und zwar The Legend of Zelda Twilight Princess HD für die Wii U. Deswegen will ich das Projekt so schnell wie möglich durchhaben. So, und damit wäre der vierte Strang auch eliminiert. Dann bleibt nur noch ein einziger übrig und wir haben noch 31 Minuten 20 Sekunden Zeit dafür. Also sagen wir jetzt mal, für durchschnittliche Spiele werden 30 Minuten genügend. Für Overpro-Spiele gehen noch 25 Minuten. Ich glaube, das habe ich mal geschafft. Aber da war es auch ungewollt, weil ich da nicht alle Blaupausen hatte. So, dann sind es nur noch die dran. Die letzten zwei Aufgaben. Der letzte Energiestrang. Und habe ich jetzt Dings geholt? Ich glaube ja. So, wo ist es? Wo ist es? Ach, da drüben. Sieht man ja auch schlecht. Denn Didi macht den Abschluss. So, die letzten zwei Aufgaben. Die erste davon ist... Und Kairu lacht. Nach 20 Minuten. Auf geht's! Treffe vier Schalter und du erlebst etwas Erhebendes. Das sind einfach nur die vier Schalter am Rand. Wenn man nicht gerade an der Wand kleben bleibt mit der Kamera, dann geht's. So, und ich glaube, die Zielsuchmunition, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und jetzt müssen wir hier nur noch den Schalter treffen. Und tschüss! So fehlt nur noch eine einzige Aufgabe. Die allerletzte. Die Zerstörung der Kapotomatik. Und das ist ein bisschen tricky. Schlage den Kremling, der als erster den Schalter drückt und aktiviere ihn danach selbst. Da würde ich euch empfehlen, haut jeden Kremling um! Ach, und lauft nicht gerade in die Energiedingens rein. Denn es ist random, man weiß nicht, wer den Schalter drückt. Und wir haben ihn erwischt. Und das war's mit der Kapotomatik. Denn die hat jetzt keinen Saft mehr. Die Stromrechnung war zu teuer. Das herrscht Stille.
Rules Plan ging in die Hose. Und die Tür zu seinem Raum öffnet sich. Es wird Zeit, dass King K. Rool jetzt den Arsch versohlt wird. So, ich schau jetzt mal kurz wegen den Medaillen. Hab ich. Dann haben wir jetzt auch alle hier. Und da gibt es nur noch die zwei Bananenfeen. Die Krone haben wir auch. King K. Rool. Ich hoffe, du hast dein Testament schon geschrieben. Denn das wirst du brauchen, wenn ich mit dir fertig bin. Und vielleicht wirst du auch noch im Krankenhaus landen. Wer weiß. Und dir wird dann das Lust vergehen, irgendwann nochmal aufzutauchen. So, das ist einfach meine böse Lache. Denn um weiterzukommen, braucht man noch 4 Kampfkronen. Mindestens. Das ist nämlich seine letzte Verteidigung. Und das ist nämlich seine Steuer. Router. Wird Zeit, dass wir ihn in die Knie zwingen. Doch er hat den Schwanz voll, denn er haut ab. Und das müssen wir verhindern, denn er hat Angst. Er weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, dass er keine Chance hat, deswegen flüchtet er. Und wenn wir die Rareware-Münze und die Nintendo-Münze beide haben, kriegen wir den letzten Schlüssel für die Freiheit für Kay Lamsi. Und die letzten zwei Bananenfilme. Aber man kann sie auch hier vom Fenster aus fotografieren, wenn man möchte. Wir müssen hier nur beide gleichzeitig erwischen. Das reicht schon. Vorausgesetzt, ich erwische sie. Das war jetzt eigentlich ein Volk. Das Spiel will wieder nicht. Und wir haben sie, die letzten zwei. Oh, wie schön, danke. Du hast alle Feen gerettet. Komm zu mir zurück. Und hier ist der letzte Schlüssel. Unbewacht. Denn K. Rool war der letzte. Sogar die letzte Hoffnung, Papatrap, hat nichts gebracht. Und mit diesem Schlüssel gehen wir dann zu K. Lamsi und befreien ihn. Und keine Angst, King K. Rool kriegt seine Abtreibung noch. Sagen wir mal so, K. Lamsi hat noch eine Rechnung offen. Aber bevor wir das tun, wird jetzt Tiny Kong zurück zur Bananenfee gehen. Und die Berichte standen, dass alle ihre Feen gerettet sind. Okay, hier gibt's ein Fass. Ich sammle jetzt diese Munition nochmal ein. Auch wenn ich sie nicht brauche. Trotzdem. Einfach weil ich's kann. Und ich habe den falschen Kong gewählt. Das war nur Absicht, damit ich nochmal Munition kriege. Auf jeden Fall definitiv im nächsten Part das große Finale. Und egal wie lange es geht, wenn es über eine Stunde geht, werden die Parts bei der Hälfte gesplittet. Also da, wo ich es gerade am besten kann. Aber ich bezweifle, dass ich mehr als 30 Minuten brauche.
Aber bevor wir Donkey Lumps befreien, will ich kurz noch einen Glitch zeigen. Denn ihr habt ja den Raum gesehen, in dem sich King K. Rool versteckt hat. Wir kommen auch in diesen Raum noch rein. Man muss nur wissen, wie. Und zwar ist der Raum nämlich da, wo man ihn nicht wartet. Nicht oben, sondern hier, unter der Insel. Ich muss nur schauen, ob ich es irgendwie hinkriege. Da werde ich dann kurz mit dem Safe State arbeiten. Dass ich. Weil ich weiß nicht, ob man dann noch wieder rauskommt. Aber zuerst geben wir mal der großen Bananenfee Bescheid. Denn die freut sich ja wieder, dass ihre gesamte Familie zurück ist. Tiny, du hast es geschafft, Tiny. Alle Bananenfeen sind gerettet. Und es herrscht wieder Frieden auf unserer Insel. Dankeschön. Ach ja. Und das ist noch für dich. Eine Rareware-Banane. Tiny, nochmal Dankeschön. Das Königreich der Bananenfeen wird euch auf ewig dankbar sein. Und für die geheime Cutscene braucht ihr alle 201 Bananen. Denn ist nämlich hier die 201. Banane. Die geheime Banane für die geheime Sequenz. Und sonst ist in diesem Raum nichts mehr. Jetzt ist die Frage an euch. Welches Projekt von Donkey Kong Serie möchtet ihr gerne sehen? Also von den Country Serie zum Beispiel. Wollt ihr eher die klassischen SNES Version oder lieber die die normale Version. Ihr könnt mir gerne darüber Bescheid geben, denn es wird nicht das letzte Donkey Kong Projekt sein auf diesem Kanal. Denn wir werden jetzt dann auch langsam mit der Donkey Kong Country Serie beginnen. Ach, und hier gibt es noch ein paar Kristallkokosnüsse. Einfach weil es kann. Sammeln wir die nochmal kurz ein. Jeden Brunnen. Wenn ich jetzt das Finale noch in den Paar packen würde, wären wir locker über Stunden. Das da hinten habe ich vergessen. So, aber jetzt zum Glitch. Okay, ich würde dann noch sagen, das macht dann auch Donkey Kong. Sammelt sie nur die Kristallkokosnüsse ein, bis ich ein Maximum habe. Und zwar das Maximum von 40. Und das wird doch nicht das letzte sein. Wir werden dann noch kurz nach dem großen Finale, werden wir dann noch kurz im Menü noch zeigen, was wir mit den Bananenfeen freigeschaltet haben. So, aber jetzt zum Glitch. Wie wir reinkommen in den Raum, dem King K. Rool versteckt hält. Und Donkey Kong wird auch derjenige sein, der den letzten Schlüssel abgibt. Und zwar müsst ihr jetzt hier den Strand nach unten durchschwimmen. Heißt den Boden entlang. Mal schauen, ob ich das überhaupt irgendwie hinkriege. Denn es ist leider nicht so einfach. Oder geht das irgendwie gar nicht? Es müsste gehen. Oder ich werde kurz schnell auf YouTube schauen. Ich schau mal kurz auf YouTube, bis gleich.
Okay, ich versuche es nochmal. Ich nehme jetzt auch kurz Lenkrad Kong, dann soll es wahrscheinlich mit ihm einfach gehen. So, nochmal ein Safe State. Krieg das nur nicht hin. Sam schwierig, den zu reparieren. Das wäre fast gelungen. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich muss einfach nur die richtige Stelle finden. Okay, das ist schon zu früh. Es muss gehen. Ich weiß nur nicht, warum es nicht will. Ich muss noch mal schauen. Einen kurzen Moment. Ach, ich werde dann das Video dann in die Videobeschreibung einfügen, weil ich krieg das einfach gerade nicht hin.
glaube, es hätte fast geklappt. Nochmal. Ja, wir sind drin. So, jetzt muss ich nur den Raum finden. Wir sind jetzt hier unter der Insel. Einfach gegen den Wasserfall schwimmen. Oder ist das doch nicht dort? Es ist hier irgendwo unter der Insel. Ah, ich hab's gefunden. Denn das ist der Raum. Ich muss nur wissen, wo ich genau bin. Das ist der Raum, in dem er sich versteckt hält. So, jetzt landen wir den Safe. Denn wir müssen ja immer noch den Schlüssel abgeben und jetzt Entschuldigung für den Blänge-Part. Jedenfalls das Grande Finale wird dann auch nicht der letzte Part sein. Ich werde noch ein paar Secrets zeigen von geheimen Minispielen, aber die werden wir dann alles dann nach dem großen Finale. Das wird dann alles in einem Part zu finden sein. Zur Not, wenn es dann halt zu lange dauert, müsste ich dann halt auch noch splitten, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wird jetzt mal Zeit, dass wir noch den Schlüssel abgeben. Und Kaylam sie befreien. Hey, ich hab den letzten Schlüssel, jetzt bist du frei. Ja, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei! Yes, yes! Yes, ich freu mich so! Ja, 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 ich bin endlich frei! Währenddessen versucht Kyrule zu fliehen. Mit seinem Düsenjet, der an Donkey Kong Country 2 angelehnt ist. Nur fällt mir gerade der Name nicht ein. Denn er hat Angst, er will fliehen. Oder die Insel so zerstören. Doch jemand kann es verhindern. Es ist kein geringerer als Kaylam sie selbst. Denn er führt jetzt Rache gegen seinen ehemaligen Vorgesetzten King Kyrule. Oh, hab dich! Doch wer hat den Felsen hier platziert? Kaylam sie stolpert leider, aber er erwischt den Flieger noch! Und er stürzt ab! Und hoffentlich ist er tot. Aber ich muss euch leider enttäuschen, denn er ist nicht tot. Da bei der Absturzstelle, da fängt dann das Finale an. Das große Finale gegen den Tyrannen selbst. King Kyrule. Hier ist die Absturzstelle. Sieht man, wie groß der war. Der Flieger.
Jedenfalls das dann im nächsten Part. Ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Wir sehen uns dann jedenfalls im nächsten Part wieder, wenn wir dann King K. Rool den Arsch versohlen. Bis dann und tschüss.